Hey Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video und es gibt mal wieder eine Runde Master Builders. Steven ist auch hier am Start. Alles klar. Und ja, heute wieder so eine Art passendes Thema, was aktuell halt ist, nämlich das chinesische Neujahr ist aktuell und wir haben auch das Jahr der Ratte und heutiges Thema ist halt sozusagen etwas zum chinesischen Neujahr 2020. Okay, los geht's. Oh fuck, ich hab mich ausgepackt. Ja, wir haben wieder 10 Minuten Zeit bis halt 3:31. So, ich habe eine coole Idee, aber ich weiß nicht, was daraus wird. Warte, aber wie baue ich das am besten? Ja, das schadet, glaube ich, echt nicht. Let's go. Besser ist es auf jeden Fall. Oh ja, so mache ich das. Ja, doch. Ja, ein bisschen seitlicher noch. Ich verbrauche zu viel Zeit für so Details gerade. Wie sieht es bei dir so aus? Das ist halt mal wieder so ein Thema, wo man viel mit so gebauten Sachen bauen kann. Was auch mal wieder was anderes ist. Hatten wir ja schon, glaube ich, eine längere Zeit nicht mehr. Oder jetzt kommt mir so rüber, keine Ahnung. Gleich ist die Hälfte der Zeit vorbei in 10 Sekunden, gell? Also, da müssen wir aufpassen, Mann. Müssen wir echt aufpassen. Das könnte echt kritisch werden, noch theoretisch. So dahin einfach einmal drauf. Ja, doch, da einmal einfach hin. Oh, das sieht eigentlich ganz okay aus, meins. Ja? Bis jetzt. Okay. Ich habe halt noch eine gute Idee, die ich noch umsetzen muss. Die muss ich umsetzen noch. Ich weiß nicht, ob ich den Teil jetzt perfekt hinkriege. Du denkst dir bestimmt, den Teil? Aha. Uff, was mache ich da? Nicht so genial. Das, was ich dahin machen wollte, klappt nicht so gut. Sieht auch nicht so schön aus. 1,5 Minuten, ja, wo man noch das Bauwerk retten kann, noch etwas. So, dahin. Ja. Sonst sieht das echt komisch aus, sonst kommen da noch Bemerkungen von dir. Oh nein. Oha, guck mal, 10 Sekunden gleich jetzt. Ah, wir haben so wenig Zeit, Steven. Ich schaff nur noch das. Mehr schaffe ich nicht, Alter. Ich hatte eigentlich noch was vor. Nur noch meine Türe zuzumachen. Nein, Zeit vorbei. Schade, Mann, ich hatte noch eine Idee mit den Laternen und so weiter und keine Ahnung. Aber gut, ja. Gut, zu wem gehen wir da zuerst? Was ist dein Vorschlag? Ich komm zu dir. Oh, dann komm mal rüber. Ein bisschen Wiese so, paar Bambussprossen, der riesige Baum, paar Fahrräder sind hier auch mit dieser Kutsche dran. Die Drachen siehst du ja auch. Einmal so diesen Dumpling Head in der Mitte auf dem Thron da. Und wenn es hochgeht, bam, weißt du, was das ist? Kannst du erraten. Eine Ratte, ja. Sieht nicht so schön aus, aber guck mal, hier ist das Gesicht. Also da hinten ist halt der Schwanz natürlich. Die Füße habe ich da und da ist das Gesicht. Ja. Ist nicht so ganz gelungen, wie ich es mir vorgestellt habe. Dieses Gesicht, einfach nur zwei fette rote Augen und irgendeine Nase. Leider habe ich halt keine Laternen mehr geschafft und so, weißt du. Ich wollte noch ein paar Laternen machen, die habe ich nicht mehr geschafft. Würde ein bisschen noch verschönern, aber ich finde eigentlich, so hässlich sieht es nicht aus. Also die Ratte schon, aber an sich halt das Bauwerk finde ich. Also, ich finde es ja einfach nur witzig, da kommt mein blöder Kommentar, dass die Ratte einfach größer ist als die Fahrräder, die, wo du hier platziert hast, alle zusammen und fast genauso groß wie der Baum ist. Das ist ja eine Skulptur. Das ist doch eine Skulptur. So in der Art, verstehst du? Das ist ja keine echte Ratte, sonst würde es ja gar keinen Sinn machen. Und guck, außenrum habe ich nochmal Wände hingemacht, extra, damit du dich nicht beschweren kannst. Ja. Achso, meinst du wegen den Lücken? Ja, genau. Also komm, lass mal zu dir rübergehen. Bin echt gespannt, was du so hingemacht hast. Let's go. Bum, bum, bum. Ah, ich habe erstmal hier hingeschaut. Ah, du hast so ein Häuschen denn gemacht, okay. Ja, also einmal hier oben natürlich auch. Das ja, Dumpling, jawohl. Einmal der den Drache außenrum halt so, auch Gras, ne, mit dem ganzen Bambus. Ein paar Fahrräder. Du weißt doch, in Italien war das so, wo ich es noch weiß, wo die so wie Fahrräder auch vermieten. Ja, gibt's. Das mache ich hier. Als Urlaubsorten halt, ja. Ja, das mache ich hier. Ja, hier dann noch so ein bisschen Ding. Hier noch die Anzeige, hier Suppe drinnen.
Dann kommt man rein, hat man hier eine schöne Klimaanlage, ne? Muss sein. Aha. Und dann da hinten für die Fahrradsachen alles. Alles klar. Und wo sind keine Ahnung, die Ratten Schlösser oder wo ist die Ratte, du kleine? Du Oha, kleine. Du hast selber gesagt, ich muss ich keine bauen. Ich weiß. Du Keck. Wir haben bloß das Jahr der Ratten, deswegen dachte ich, ich mache eine Ratte hin. Du kleine Ratte. Lol. Ich mag Ratten nicht. Spaß. Genau. An alle, die die Ratten mögen, Steven hat es nicht so gemeint. Ja gut, das war's auch mit dieser Episode von Master Builders. Ich finde, das sind halt echt zwei, ja, schon eigentlich solide Bauwerke entstanden. Ich finde, das kann sich schon sehen lassen. Also, war schon mal hässlicher, sage ich mal so. Ihr könnt gerne in den Kommentaren noch bewerten, was ihr denn besser fandet. Und schreibt natürlich auch gerne Vorschläge für weitere Episoden. Die nächste Episode wissen wir schon, welches Thema wir machen, ist aber noch etwas geheim. Falls euch das Ganze gefallen hat, würden wir uns sehr über ein Like freuen. Falls ihr noch nicht abonniert habt, natürlich auch sehr über ein Abo. Das war es auf jeden Fall von unserer Seite aus. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao!